Wir gucken uns jetzt mal das Video an. Wir gucken uns mal das Video an, wie die Jungs das gebaut haben. Es ist nämlich ultra fett. Es sieht erstmal so aus, ja, hier, ne, so. Aber da steckt eine Menge Arbeit hinter. Oh, die Dupper. Was? Dann müsste so viel Farbe drauf. Ja, genau. Die haben auch manchmal Lehm einfach drauf gespielt und dann halt Farbe. Damit du halt nicht mehr erkennen konntest, wo die Maserung vom Holz war. Ist schon ein bisschen geisteskrank. Da musst du aber noch tragen können. Ich meine, dann kann ja, sein. Ja, das ist krass. Das ist unglaublich schwer. Also so ein Schild war. Ich meine, ich glaube wirklich, dass die Wikinger tatsächlich Oberarme hatten, wie. Ja. Jetzt gucken wir mal ganz kurz ins Video rein, weil ich wollte euch das unbedingt zeigen. Ich war, wie gesagt, zu Gast bei den Schildmachern. Gucken wir mal rein. Ja. Und der letzte. Hallo, Hallöle, Freunde, herzlich willkommen bei den Schildmachern. Ich bin hier gerade zu Gast und bekomme gerade ein Schild. Genau, da seht ihr das Schild quasi noch bei den Jungs zu Hause. Zwei ultra nette und sympathische Dudes. Da haben wir einmal den Andi und einmal den Manni. Der Manni hat da was in der Hand, das finde ich ziemlich geil. Aber kommen wir dazu später. Aber ich bin nicht nur hier wegen dem Schild. Nein! Wir wollen wissen, ob man mit sowas hier schießen kann. Ich bin hier quasi dazu da, um das abzunehmen, um zu gucken, ob es tatsächlich funktioniert. Die haben einfach mal aus restlichen Skiern haben die, sieht man hier, eine Armbrust gebaut. Geisteskrank. Einfach nur geisteskrank, aber geil. Ich weiß es nicht, aber ich krieg's raus. Wir sehen uns dann quasi später im Livestream. Also schöne Grüße an die Zukunft, Martin. Hallo! So. So, bevor wir jetzt aber weiter gucken, wir lassen einfach mal alle ein bisschen Liebe da. Wenn ihr Bock drauf habt und ich find's mega spannend, was die an Content machen, was die bauen, einfach mal ein Abo dalassen. Würde ich feiern. Die haben sich echt viel Mühe gegeben und ich habe und es war nicht so, dass sie mich irgendwas gefragt haben, sondern ich habe die Jungs gefragt. Ich habe nämlich bei YouTube gesucht und die beiden gefunden. Servus, ich bin der Andi. Und der Manni. Grüß dich. Wir haben eine Schildbestellung gekriegt. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Vom Survival Buddy und vom Fritze. Also vom Fritz, ich habe ihm das erzählt, dass ich halt mit Fritz zusammen Amos vs. Bogen und ich wollte halt, ne, ich habe da noch eine ganz andere Idee, also deshalb sagt der Fritz, ne, nicht wundern. Jetzt bauen wir es nochmal zusammen, was die bestellt haben. Wir haben jetzt erst einmal bloß einen Haufen Bretter. Yeah, danke. Bestellt haben sie einen Wikinger Plankenschild. Gibt es jetzt in der Version, die wir nochmal bauen, mit diagonal verleimte Planken. Dann müssen sie viel dünner sein, aber dann halten sie was aus. Aber der Martin hat gesagt, er will eins in unserer Version und ein normales. Jetzt brauchen wir erstmal das normale. Und das ist das, was ich meinte. Das Normale bedeutet, so wie es halt ursprünglich war. Und die Jungs haben mal noch einen draufgesetzt und haben dann ein ultra fettes gebaut. Die Bretter müssen jeweils auf die anderen Bretter passen. Das heißt, die müssen genau kurbelt werden. Und wenn die Passung gemacht ist, dann werden wir es mal wieder anpassen. Ich übersetze mal. Er versucht jetzt die Planken alle gerade zu bekommen, damit die aneinander passen. Jetzt schauen wir, dass das hier spaltfrei passt. Und das haben wir gerne so einen Kurbel gehabt. Genau. Da haben wir jetzt noch einen minimalen Spalt. Jetzt ist die Frage, zeigen wir es hier mit der Schraubzwinge oder nehmen wir noch was weg? Ich darf jetzt da noch an den Stellen was wegnehmen. Er überlegt jetzt, ob er noch was wegnimmt an den Stellen oder eben nicht. Von da bis zum Ost ungefähr. Ganz wichtig, die beiden machen das als Hobby. Das ist ihre Freizeit, die sie dafür geopfert haben. Ne? Das sind jetzt, die haben mir einfach einen Gefallen getan und haben halt auch einen YouTube-Kanal und machen das genauso, wie ich am Anfang auch. Also, ich mache es eigentlich immer noch einfach aus dem Bock heraus. Halt mal hin. Also unbedingt sparsam mit dem Holzleim umgehen. Mach so schnell viel zu viel Holzleim drauf. Das ist aber ganz gut. Demonstriert euch der Andi jetzt noch gleich wieder. Ja, aber deswegen ist mein Boden wasserbeständig. Da ist so viel Holzleim drauf. Irgendwann können wir uns da in der Swimmingpool bauen. Er muss unbedingt ein bisschen anleimen, aber ansonsten ja. Ah, okay. Ich skippe mal ein bisschen vor. Ah, das kommt so wieder. So, mir ist einfach ein Feiter, brauchst du keine. Jetzt werden die Schraubzwingen angebracht, damit das ganze Ding einfach richtig unter Druck zusammengepresst wird. Es stoppt aber alle, wenn auch nicht drauf ist. Wir haben irgendwas. Jetzt kommt. Hallo Manni, das ist ganz cool. Jetzt kommt nämlich die Technik, die machen, um. Also, die müssen ja die Rundung reinkriegen, ne? Und das müssen wir halt, müssen wir mal jetzt hier kurz zeigen. Ich find's geil. Ich bin ja eigentlich nicht der Fan von langen Videos, aber hier war. Okay, ich habe auch vorgespult, aber trotzdem war es so, wo ich dachte, ey, geil. Einfach geil. Genau, winke, winke. Also, wir haben da unseren Fräszirkel. Ein Fräszirkel, ja? Das bedeutet, wenn ich das richtig erkennen kann, haben die das Ding selber gebaut, oder? Die haben einfach hier drüben, haben die eine Aussparung gemacht, damit die Fräse direkt drauf passt. Und
Ja, seht selbst. Kamera hängt gerade ein bisschen blöd. Wir haben die jetzt einfach mal aufgestellt, damit ihr das einmal seht. Keine Ahnung. Einfach, aber genial, oder? Leute. Gut ist kommen. Fühl ich. Geil. Und schon haben wir unseren Schild rund gefräst. Hey, der ist gut. Ein Kreisel. Ach, es könnte ich sein. Ja, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und wenn euch das interessiert, natürlich, ist ganz wichtig, haut mal rein. Die Schildmacher, die fertigen euch auch, wenn ihr sie fragt, auch geile Schilder an. Also ihr könnt da gerne denen eine Nachricht hinterlassen, so, ey, ich hätte auch gerne ein Lagata-Schild oder von Rollo ein Schild, dann machen die das. Ja? Also natürlich gegen ein kleines Entgelt, weil es kostet natürlich Zeit und auch ein bisschen Geld und Material und so weiter. Aber geht vorbei, lasst ein bisschen Liebe da, also haut ein Abo rein. Ich glaube, die freuen sich. Die machen das mit Herzensblut. Zwei super Dudes. Ich möchte dazu anmerken, filmst du mich? Nein, ich will jetzt schauen, ob sie dir Fußboden frisst oder ob er vorher aufgibt. Ah, geil. Er hat, ist egal. Ich höre auf zu übersetzen, das macht keinen Sinn. Ist einfach genießen. Also wir haben an unserer Halterung für den Kreisschneider ein sehr großes Ding. Wir müssen das Futter ganz auch mal bis zum Anschlag. Anscheinend war es nicht so optimal zum Stück. Aber es hat gelangt. Noch für den Schildbuckel. Es hat gelangt, ja. Die Verstärkung in Tropfen. Das ist übrigens das Kleine hier unten, das ist ein Helm für Kinder. Ja, das ist einfach so ein kleiner Kinderstahlhelm. Damals in der tschechischen Armee wurden auch kleine Kinder eingesetzt und das sind halt tschechische Armeehelme für kleine Kinder. Ordnung. Ja, du hast dein Futter ausgehängt, das 13 Nummer. Das ist ein Schildbuckel. Ja, a Viking in the Woods, ich weiß das, aber ich fand einen kleinen Kinderhelm aus der Zweiten Weltkrieggeschichte mit den Tschechen auch irgendwie cool. Da kriegt er mal Kopfkino. So, sorry. Bohrfutter ist hier, macht nichts. Oh. Kümmern wir uns da auch drum. Aber wir haben ein Loch drin, wir haben einen Schildbuckel. Eigentlich gerade auf andere Seiten, aber so wurscht. Geil. Rappati, so weit hinterflimmen, der Wahnsinn. Aber wir haben jetzt unseren Schild, eine, zwei Verstrebungen und einen Griff. Der Griff ist mit Nägeln durch den Schildbuckel, den wir auch schon mal aufgelegt haben und durchbohrt haben, da umgeschlagen der Nagel und wieder eingeschlagen ins Holz. Sechs Löcher hat der Schildbuckel vor. Und er ist mit Absicht außermittig. Das ist jetzt nicht, was wir gepfuscht haben, das ist Absicht. Der Griff, ja, der Griff ist immer außermittig. Da ist es, was ich gerade gesagt habe. Ist kein Pfusch, sondern ist tatsächlich genau geplant, damit du deine Hand auf der einen Seite etwas, ich zeig dir mal auf dem Bildschirm hier, dicker ist als hier drüben, wo die Finger reinkommen. Somit weißt du auch immer, ob du das Schild richtig rumhältst. Mittig. Weil die Hand da dicker aber ist da der Schildbuckel ja mittig ist, kommt auch der Nagel vom Schildbuckel nicht in der Mitte vom Griff raus und dann geht der leicht diagonal rüber. Das ist schon alles so gewollt. Wir stellen den mal ungefähr auf 90 Grad. Eher 85. Genau. Sagt der Mimi. Dann zeige ich da gleichzeitig ziehen und anbiegen, dass dann Schildbuckel gescheit hindrückt. Weil da auf dem buckeligen Holz mit, wo bloß Planken sind, natürlich, der Schildbuckel nicht immer hundertprozentig aufliegt. Unten drunter ist unser Amboss, dass wir einen gescheiten Gegenhalt haben. Dann suche ich mal meinen Weg nach außen, dass die Sternförmige wieder passt. Ich hätte mir safe auf den Daumen gehauen. Danke, das ist jetzt das Rohschild. Ach, geil, oder? Allein das ist auch schon fett. Ah, ich liebe das. Jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder wir mal ins O. Und machen dann einen Rand rum oder wir machen einen Rand rum und ärgern uns beim Umhängen. Andi, was machen wir? Machen wir es erst da. Also das ist jetzt wieder das Design Lagata gewünscht gewesen. Blau mit schwarzem Muster, Schildbuckel nicht angemalt. Jetzt muss ich wieder sagen, Wikinger-Style korrekt wäre, Farbe so dick, dass man Maserung von Holz nicht mehr erkennt. Schildbuckel mit angemalt oder einen brünierten Schildbuckel. Brüniert bedeutet, das Metall wird so bearbeitet, dass mit Säure und mit Feuer und keine Ahnung, dass es diesen Glanz verliert. Genau, es wird so schwarz. Brünieren. Haben die Jungs auch ein Video zu gemacht? Ich sag's euch, abonniert den Kanal und guckt euch mal in Ruhe durch. Da gibt's ein paar geile Videos, ohne Scheiß. Damit man den in der Nacht nicht glänzen sieht? Damit man die in der Nacht nicht glänzen sieht. Ist so ein bisschen taktisch auch gedacht. Du hast eigentlich die Schilder gar nicht angemalt. Die haben die eher mit Barz oder Lehm
eingrieben, Hauptsache man sieht die Maserung nicht, weil das im Kampf der Vorteil ist. Dann siehst du dabei wieder kein Wappen nimmer. Da siehst du mir dabei, der Kopf ab nimmer. Ich glaube, das heißt auf jeden Fall, dann ist der Kopf ab. Kopffrierers, ich weiß schon. Also die haben gewusst, das ist da schon, steht definitiv da schon. Normalerweise haben die in kleinen Gruppen gekämpft, die Wikinger, weil große Kriege oder so große Gruppen, wie als auch in der Serie, wo der Lackertaschel vorkommt, haben die eigentlich gar nicht gehabt. Die sind immer bloß mit 10 Mann auf kleine Raubzüge gezogen. Aber ja, gut. Das wiederum Sinn, dass man sich tarnt. Genau. Ja. Naja, wie dem auch sei. Ich feiere es natürlich auch übelst hart. Und zwar, dass die Jungs nicht nur einfach die Schilder zusammenbauen, da ein bisschen was rumklöppeln. Erstens lernst du, wie man ein Schild baut, schon der erste Punkt. Und sie haben auch noch so viel Hintergrundwissen, weil sie das halt auch übelst selber feiern. Bedeutet, die gehen auf Mittelaltertreffen. Andi hat sogar eine geile Rüstung, die ich mir auch angeguckt habe, aufgesetzt, den Hut aufgesetzt habe. Bei Instagram gibt es ein Bild. Einfach nur geil. Also die haben da Leidenschaft dahinter. Und das ist halt, was ich so mag. Absolut, wirklich mag. Die Jungs sind wirklich goldig. Ich finde, ich mag die. So, weiter. Das heißt, man bekommt nicht nur ein neues Schild, sondern man bekommt auch noch Hintergrundwissen. So müsste Schule sein. Schild wird wie gewünscht. Jetzt ist er mal blau, dann kommt noch ein Aber man merkt auch, Lagata-Schilder macht er nicht mehr so gerne. Hat er wahrscheinlich schon ein paar reichlich von machen müssen. Muster drauf, das kennst du dann alle. Aber wir haben jetzt erst eine Trocknungspause. Genau, Kaffee! Kaffee! Oh. Und nun verwärmen wir das ganze Schild noch mit einem Hauch von Olivenöl. Das war ein bisschen französisch, glaube ich. Ne? Mit Hauch von einem Olivenöl. Olivenöl. Sehr geil. Kann ich also auch noch meine Stulle von essen. Dann müssen wir es leicht anbraten, oder wie? Genau. Dann kommt das Schild in die Pfanne. Ja. Ich denke, die Rückseite jetzt gerade ein bisschen mit Olivenöl verfeinern. Da das ein Plankenschild ist und die Planken natürlich raus sind und alles, brauchen wir brutal viel Öl, stellen wir gerade fest. immer rauf mit dem Olivenöl. Ah, okay. Schön macht er das, Dandy. Ah, die sieht man gerade nicht so, aber er war so freundlich, hat gewunken. Wir haben unseren Lederrand, der ist jetzt auf der Rückseite verdeckt genagelt und auf der Vorderseite ist er verdeckt genagelt, dass man bloß eine schöne Wulst hat, vermindert das Verletzungsrisiko und hinten, oh, so ein schöner Rand. Noch einmal verdeckt zu nageln fällt uns ja sehr schwer, irgendwo muss man Nägel sengen. Alles gut. Wir haben jetzt das zweite Schild von unserem Survival-Martin. Unterreißen. Das wird eins von unseren normalen Wikinger-Schilden, so wie es wir heute bauen, mit etwas dünneren Brettern. Genau, das ist jetzt der Punkt. Sie machen jetzt quasi das zweite Schild fertig, aber halt mit der doppelten Plankung. Also doppelter. Dann kannst du also, selbst wenn du die Maserung siehst, heißt es nicht, dass du durchkommst. Das ist halt geil. Also quasi Upgrade ins Jahre 2020. Die quer verleimt werden. Was trinken? Filmen wir mal hin. Da gibt mir eins mehr. Wir haben jetzt da ungefähr 22 bis 25 Zubrelle hergeschnitten. Und schauen jetzt, ob wir die zusammenpassen. Dann nicht markieren muss das und dann verlängern wir das Ganze. Musst du ohne Leim umtun, Junge! Das sagst du. Viel hilft viel! So. Ja, der Manni hat jetzt die Ringespuren vom Leim auf das Schild die untere Schicht gelegt. Dann haben wir noch ein Leinenstoff dazwischen. Ah, geil. Das wusste ich gar nicht. Da ist tatsächlich Leinen zwischen. Also ein Leinenstoff. Krass. Der Martin hat gesagt, er will das testen. Jetzt haben wir es gleich nur ein bisschen stabiler gebaut. Genau, und das will ich herausbekommen. Ich will zusammen mit Fritz herausbekommen, Upgrade gegen normal. Wir wollen mit Amos drauf schießen, wir wollen mit Bogen drauf schießen, wir wollen mit Äxte drauf werfen. Wir wollen einfach mal wirklich wissen, was hätten die in der heutigen Zeit uns entgegenzuwirken. Also sind das quasi Sachen, ne, die man tatsächlich noch zur Abwehr benutzen kann. Ich find's mega spannend. Und ich habe mir auch überlegt, die Jungs haben gesagt, Martin, du kannst das Ding in die Hand nehmen und Fritz kann drauf schießen. Wer das nicht verpassen will, sollte jetzt den Kanal abonnieren. Damit wir ein bisschen ärgern. Ja, wir versuchen eigentlich eine neue Verleimungsart heute, dass man alles auf Ocke verleimt, weil jetzt haben wir sie immer. Das natürlich auch, ja. Was brutal Zeit auf. Guckt euch die Schuhe an. Soll ich noch irgendwas sagen? Wie geil sind diese geilen Schuhe? Guckt es euch an. Kuss geht raus. Manni. Da riskieren wir heute einmal was, ob wir das so zusammenbringen. Genau. Unsere Kunstwerk ist fertig.
Alter, was haben die hier gemacht? Geisteskrank. Guckt euch mal an, was die für ein Gewicht darauf gepackt haben, damit das Ding quasi, damit es zusammengeleimt bleibt. Krass. Was ist denn hier drauf? Ein Eimer Mayo oder was ist das hier? Krass, Alter. Aceton. Was ist das hier? hol mal den Eimer mit dem Flüssigkäse. Ruff. Einfach ruff. Brett das so legen. Brett das so legen. Stoff dazwischen. Ja. Andere bleibt allein mit für die Verwendung. Jedes Brett mit jedem Brett verzwingt außenrum. Innen, wo kann ich abzwingen? Hier ginge. Jede Werkzeugkisten, jede Schraubkisten mit umsortierten Müll, die wo mehrere wie 3 Kilo wiegt. Jede Farbdosen, alles, was wir irgendwie gefunden haben, zum Beschweren draufgehaut. Geil. Und jetzt hoffen wir, dass das alles durchgehend gleichmäßig zusammendruckt ist, dass der Leim eine Bindung herstellt, dass nichts mehr wackelt. Und alles Weitere schauen wir dann morgen. Jetzt machen wir erst einmal sorry. Ich hoffe, ihr habt was zu trinken. So, geht weiter. Läuft schon. Ja. Genau, okay. jetzt muss ich sagen, ich war zu Besuch und jetzt kommt das, was quasi gestern, war das gestern? Ja, gestern Mittag war ich da. Zum Weißwurst-Mittag mit Leberkäse und Kartoffelsalat. Sehr, sehr lecker. So. Bevor wir aber testen, ob das Ding funktioniert. Genau, da sind wir wieder bei der Ski aus Skiern gebauten Armbrust. Hat ein guter Kollege, der Schildmacher, wie heißt? Luca. Sein genau, das ist einer, das ist, ich fand mal, ich überleg gerade von der, ist egal, Familie. bisschen anders. Ja, Leute, ich hab das, der Typ hat eine Armbrust mit Magazinaufsatz, guckt euch an. Das ist brutal, weil brutal, weil ich hab ja, wir haben ja auch eine, mit der wir spielen und so, aber das Ding hat ein Magazin, Freunde. Die ist besser. Wir beide, der Anni und ich, kriegen jetzt raus, wie schnell wir sind. Du stoppst die Zeit, okay. Ich sitz einfach am Kopf mit und ich versuche einfach hier da, in das Blaue. Wie viel Schuss ist hier drinne? Vier. Auf die Plätze. Alle. Gatsch. Ich krieg's nicht mit. Jetzt geht's los. Eins. Entsichert. Ah, entsichert. Zählt nicht. Ich muss dazu sagen. Ich hab's. Welches ist denn mal in der Hand? Oh, ich hab gleich kaputt gemacht. Und der letzte. Ha, 24 Sekunden. 24 Sekunden, das war krass. Also, ich habe das erste Mal damit geschossen. Das heißt, ich hätte noch bei weitem schneller werden können, wenn ich es ein paar Mal geübt hätte. Es war trotzdem krass. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Es gibt eine Armbrust mit 4 Schussmagazin obendrauf. Ich glaube, 5 passen sogar rein. Ich muss das auch machen. Fritz, Grüße gehen raus. 24 Sekunden für 4 Schuss. Man hört es schon. Ich war zu lange da unten. Ich habe schon angefangen mit ein bisschen bayerisch quatschen. Wenn wir mal runterrechnen, sind das weniger als 7 Sekunden für einen Schuss. Das ist geil. Das ist echt brutales Ding. Wollen wir mal gucken? Das ist wirklich brutal. Nein! Oh, shit, er sagt nein. Das ist brutal. Was hast du hier? Was ist denn das hier, was hier genommen hast? Das ist Schaumgummi, dicker Schaumgummi, ja? Pappendeckel, Stoff und am Ende Holz. Oha. Und sie dringen ein bis aufs Holz. Ah ja, ich kann jetzt gleich sagen, das eitert ganz schlecht raus. Ich muss damit sehr vorsichtig sein. Krass. Aber eine Armbrust mit Magazin, das ist schon. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich verstolle das. Das verstolle ich, ja. Aber ich bin ja heute hier, um tatsächlich herauszukriegen, ob man mit ein paar Skiern, einem Holzbalken und ein paar Bolzen hier was anrichten kann. Du sagst einfach ziehen, sagst. Kann ich das aus dem ist so einfach? Oder? Du sagst ja. Er sagt mal ja. Ist das kein Problem? Das Ding haben die selber gebaut aus dem Kantholz, ja, das ist krass und die Abschussvorrichtung ist genau original nachempfunden wie damals die Armbrüste aus der Zeit der Wikinger, beziehungsweise, ihr wisst, was ich meine, die hatten, also, egal. Hier muss ich einhaken, ne? Es waren ja die Engländer, glaube ich. Ah ja, okay, das geht. Ich muss aber gleich vorne rein sagen, nicht enttäuscht sein, wenn ihr das jetzt seht, da kommen gleich nochmal Bilder, als sie das frisch zusammengebaut hatten, aber wir lassen es einfach mal wirken, nur dass ihr euch jetzt nicht wundert, warum, ne, und so. Ich würde da weggehen. So. Darf ich dir den Martin hat eine Armbrust an, ich würde immer weggehen. Ich hebe ja, ich lege ihn direkt auf die. So. Also Freunde, wir müssen einfach mal im Szenario denken, ja? Ich hatte einfach vor, die Apokalypse ist ausgebrochen. Ja. Alle anderen Sachen sind weg, kaputt, ja. Aber du hattest nichts. Aber du hast doch ein paar alte Skier rumzuliegen. Ja. Gut, du hast jetzt halt auch einen Pfeil, ja? Und einen Balken und du weißt, wie man sowas baut. Und ich teste jetzt tatsächlich, ob das Sinn macht. Ich bin aufgeregt. Einfach hier nach oben, ne? Hier so. Genau, einfach am Nebel zu. Und die beiden Schildmacher meinten auch, dass tatsächlich das die alte Vorrichtung war wie bei den im Mittelalter. Da, so war die wirklich die Konstruktion. Ja. Ne? Original gefunden. Wikipedia. Genau. Perfekt. Genau.
Alles bloß auf dem Teller. Brutal. Das ist wirklich brutal. Auf jeden Fall ist es auch schwer. Oh. So, nein, so nein, nein. Der ist am Ziel vorbei. Zurück. Es hat gerade nicht, aber es hat schon mal funktioniert. Das ist einfach normal. Was habe ich falsch gemacht? Das falsch aufgesetzt? Warte mal, vielleicht können wir tatsächlich noch ein bisschen nachschauen. Wir müssen natürlich immer, wir sind in so einer Entwicklung, wird natürlich nie stehen. Wir sind jetzt gerade dabei, tüfteln so ein bisschen rum. Ja, ja, das steht aufs Brett. Ich bin halt so ein Dreiviertel 15er oder ja, genau. Ja, eventuell. Ja, machen wir kürzer. Ich habe hier noch eine Kürze gefunden. Jetzt ja, ah, das ist ja. So, nach 10 Minuten Tüfteln haben wir jetzt. Der hier war so weit aufgegangen. Ah, okay. Weil die, also beim letzten Mal haben wir die Knoten mit Nägeln gesichert. Fallen wir so ein bisschen höher. So? Okay. Mit ein paar Skiern und einem Holzbalken auf ein Ziel schießen. Möglich? Test die zweite. Hahaha, fies, oder? Aber ich hab's tatsächlich auch gemerkt. Natürlich, Freunde. Ja. Ihr habt doch ein Video gemacht, wo ihr das Ding quasi richtig einsatzbereit hattet. Genau, und jetzt ja. Kommen wir jetzt, ja. Jetzt Achtung. Survival-Marlin. Lieber Zukunfts-Marlin im Livestream, geh doch mal bitte in das Video und guck's dir einfach mal an. Okay, weil mach ich. Das ist ja der Beweis, ich habe ja deshalb mach ich jetzt nicht das, was ja, soll. Ja, wir haben leider nicht den Platz, die zusammengebaut zu lagern. Darum war die bis gestern Nachmittag zerlegt. So, wir zeigen jetzt aber in dem Video, was ihr gemacht habt, dass das geht. Denn so, hier sieht man nochmal ganz klar, man sieht auch die Schnur da dran, ist eine ganz andere. Ne? Hier vorne sieht man das. Ja, und in zweifacher Geschwindigkeit, nicht wundern. Hier, da sieht man das, dass das eine andere Schnur dran ist. Das Konstrukt ist das gleiche. Achtung. So. Es geht. Und da siehst du halt auch ganz klar, dass das wirklich funktioniert. Und das ist halt brutal. Super. Prima. Es war mir absolut eine Abkühlung. Es war mir eine absolute Freude, dieses Teil mal ausprobieren zu dürfen. Es ist einfach sehr martialisch. Kommst du mir. Ich werde natürlich in meinem Video das Schild, das Lagertaschild und das andere Schild ausprobieren und da eine Axt draufhauen und einen Armbrust versus Bogen. Fritz, wir beide machen den Test. Ja, und damit war es schön. Jetzt regnet es, ist doch ein super Outro. Super. Jetzt habt ihr überhaupt nichts gesagt, sag doch auch mal was. Sag doch mal was, ist doch dein Kanal. Lasst auf jeden Fall ein Abo hier auf dem Kanal. Kommt doch beim Zuhören genau. Mal hier gehen wir alle rauf. Wir haben uns alle lieb und... Servus, mir sahen die Schildmacher, der Manne und der Andi. Also Manni und Anni. Und die basteln uns was Schönes. Geht drauf, lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. Lasst ein bisschen Liebe da. Die haben sich ultra ins Zeug gelegt. Ich würde mich freuen. Und guck mal durch. Die haben auch ein paar richtig coole Sachen. Die haben auch einen Holzkrug gemacht. Die haben ganz viele andere Sachen gemacht. Und wenn ihr ganz lieb fragt und einen kleinen Obolus und ein bisschen Geld da lasst für die ganzen Materialien und so weiter, dann machen die euch auch ein Schild. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.